Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Das letzte Mal haben wir uns zwei Schatzkarten geholt. Wir werden uns gleich einmal ansehen, wie das aussieht mit den Schatzkarten. Okay, ich kann mir die Karten noch nicht anschauen. Sehr interessant. Das werden wir uns dann am Boot anschauen, denke ich. Ich glaube, anders kann ich es mir nicht anschauen. Wir gehen in dieses Gebäude hinein, was direkt vor dem Grab ist. Wir haben eine Person hier drinnen sitzen. Ich möchte jetzt nicht extra... Okay, ich zeig's euch extra. Grünes Männchen. Vielleicht, wer schon mein anderes Let's Play von Minish Cap kennt, würde diese Person jetzt auch kennen. Ui. Ein grünes Gewand. Wie meines? Dazu ein grüner Hut. Bist du etwa eine Fee? Hui. Du bist bestimmt... Du hast bestimmt meine telepathische Botschaft empfangen und bist zu meiner Rettung geeilt. Oder? Du brauchst nicht zu sagen, Tingle weiß auch so Bescheid. Tingle weiß Bescheid. Mein Name ist Tingle. Mein großer Wunsch ist es, eine Fee zu werden. Und ich war die ganze Zeit über der Suche nach euch. Aber irgendwelche Leute habe ich wohl nicht gepasst und ich wurde in dieses Gefängnis hier gesteckt. So eine Respektlosigkeit. Ich weiß nicht, aber diesen Typen kann ich nicht monoton reden. Das heißt, ich wechsle immer irgendwie mittendrin. Es tut mir ehrlich leid. Herr Fee, du musst mich schnell befreien und zu deinem Volk bringen. Okay, wir befreien ihn. Was auch immer mein Volk ist. Ui, ich danke dir. Ja, das ist für dich ein Geschenk, das von Herzen kommt. Tingle, Meer und Sand. Ein Item ist in meiner Hand. Du, komisches Nachmachen. Du hast den Tingle Seaver bekommen. Der Tingle Seaver ist komplett unnötig in diesem Let's Play, denn ich habe keinen Anschluss für... mein Game Boy Advance, geschweige denn habe ich noch irgendwo ein Game Boy Advance rumliegen. Damit können unsere Herzen immer zusammen sein, auch wenn wir träumlich furchtbar weit voneinander entfernt sind. Also dann, ich vertingle mich erstmal, um alle nötigen Vorbereitungen zu treffen, dein Volk zu sehen. Warte so lange auf mich. Ups, habe ich doch glatt was Wichtiges vergessen. Herr Fee, du willst doch sicher mal zu meiner Insel kommen, oder? Entschuldigung. Du, komisches Nachmachen, du als Tingles Karte. Ja, wofür ist die wohl? Das werden wir noch mehr herausfinden drüber. Die ist auch wichtig. Also nicht komplett unnötig. Wirf mal einen Blick darauf, sobald du auf See bist. Wenn es um Karten geht, frag einfach den guten Tingle. Vergiss das nicht, okay? Und das werden wir auch nicht vergessen. Wenn es um Karten geht, alles klar. Deswegen wird es auch noch ein zweites Mal gesagt. Das ist nämlich wirklich wichtig später noch. Ein wirklich wichtiger Teil des Spiels wird nicht zu machen sein, wenn wir es jetzt nicht so machen. Weh, kletter. Krabbel meine ich. Das ist Klettern. Gut, wir schieben diese Kiste hier in seinem Verlies weg. Und jetzt haben wir, bevor ich aber loslege, brauche ich noch schnell mein Lösungsheft auf, einen kleinen Irrgarten. Ja. Wir haben keine Karte, deswegen wissen wir nicht jetzt, wo wir sind. Deswegen sage ich euch komplett an, welchen Weg ihr gehen müsst. Ihr beginnt, also mitsamt den ganzen Rubinpreisen, die drinnen sind. Ihr beginnt mit links. Dann rechts. Dann geradeaus, dann links, dann wieder rechts, dann geradeaus, bis wir den ersten Rubin erhalten haben, dann wieder zurück, nochmal zurück und jetzt beim Vorgehen nach rechts reinbiegen. Jetzt weitergehen bis nach links, hier haben wir den nächsten Rubin, gehen weiter bis ganz nach hinten und gehen dann wieder rechts und jetzt nur noch geradeaus bis ganz nach vorne. Ganz einfach. Wozu machen wir das Ganze? Das werdet ihr gleich sehen. Und noch einmal nach rechts. Habe ich vergessen.
Okay. Wir sind den ganzen Weg hier hineingegangen für diese Truhe hier. Eine spezielle Truhe. Und was erhalten wir in dieser Truhe? Es ist die Fotobox. Schwarz-Weiß-Bilder können wir im Moment nur damit aufnehmen. Aber im Grunde werden wir noch gar nichts damit aufnehmen. Wir werden erst, wenn wir das zweite Mal hier zurückkommen nach Portemonnaie, durchgehen, was für Fotos wir machen müssen für eine bestimmte Art von Mission. Hier erhalten wir noch einen gelben Rubin. Das kann, glaube ich, auch was Besseres sein als ein gelber. Hier haben wir zwei Steine, auf denen die Gebrauchsanweisungen stehen. Also hier steht auf der einen, wer das gemacht hat. Zwar nicht vom Namen her, wer es gemacht hat. Aber die Person, die hier gefangen gehalten wurde, hat diesen Tunnel hier gebaut und die Fotobox extra versteckt. Wenn wir jetzt wieder hinaus wollen, einfach nur hier hineingehen. Nun, tschüss. Gut, und wenn wir alles richtig gemacht haben, alles erhalten haben, alles fertig haben, geht es hier sofort weiter. Oh, du strahlst. Ja, bis über beide Ohren. Hast du etwa das Segel gefunden? Sehr schön. Dann will ich dir mal die Bootsteuerung beibringen. Nähere dich dem Boot von der Seite und drücke A an Bord, um an Bord des Boots zu gehen. Wenn du das erhaltene Segel auf XYZ legst und benutzt, wird es auf dem Boot gesetzt. Das Boot wird vom Wind im Segel getrieben. Blablabla. Bla bla. Wir haben dann direkt hinter dem Boot auch noch so einen Pfeil, der uns sagt, in welche Richtung der Wind weht. Falls wir aber genaueres über den Wind wissen wollen, zum Beispiel Himmelsrichtung, in welche Richtung etc., können wir uns das Ganze auch noch auf der Karte anschauen, wenn wir auf dem Boot drauf sind. Das heißt, wir werden uns jetzt einmal aufs Boot begeben. Und wir werden nach oben drücken. Somit öffnet sich die Weltkarte. Wir kommen von hier unten, denke ich mal. Ja, wir kommen von hier unten. Das ist der Ort, wo wir gelebt haben. Und sind bis hierher gefahren. Das ist die verwunschene Bastion. Und sind bis hierher geschleudert worden. Von dem Vogel, also ziemlich weit. Und das ist unser Ziel. Keine Daten. Gut, ihr seht rechts auf der Seite, dass wir zwei Karten haben, nur Schatztruhen geöffnet. Deswegen schauen wir uns gleich einmal an. Y drücken, nicht X drücken. Was für Karten wir haben, das können wir uns hier anschauen. Schatzkarte Nummer 7. Gut, ein komisches X. Dazu werden wir auch noch mehr herausfinden später. Komisches X. Das sind die Standorte, wo Schatztruhen auf den einzelnen Kartenfeldern versteckt sind. Das sind die einzelnen Karten. Das heißt, laut Logik gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mal 7, 49 Schatzkarten. Und zusätzliche Karten, nicht 49 Schatzkarten. Also es gibt nicht pro Kästchen eine Schatzkarte, aber pro Kästchen eine Karte, eine zugeteilte Karte. Es gibt natürlich auch noch andere Sachen, nicht nur Schatzkarten. So wie eben Tingles Karte. Aber das ist jetzt nicht eine extra zugeteilte Karte. Das heißt, im Grunde sind wir jetzt fertig und wir begeben uns jetzt aufs Boot. Nicht runtergehen. Können jetzt das Segel rausnehmen und wir können jetzt umbiegen. Und schwimmen jetzt in Richtung, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die eine Insel heißt, auf die wir wollten. Irgendwas mit Dragonia. Aber bevor wir das tun, haben wir auf dem Weg noch eine andere Insel vor uns und das sieht man vielleicht gerade so im Augenwinkel dort vorne. Nicht im Augenwinkel, sondern direkt vorne. Es ist ein kleiner Zwischenstopp, auf dem wir noch eine Kleinigkeit abholen werden. Yeah, Schiff. Boot. Rubin. Und ja, wir können auch springen, wenn wir R drücken. Sind für gewisse Sachen, also es gibt gewisse Events, womit man mit dem Boot springen muss. Ziemlich hilfreich, jetzt brauchen wir das Segel nicht mehr. Wir sind nämlich angekommen, wir können von Bord gehen, hinaufgehen und auf diese Insel gehen. Gut. Hier sehen wir noch einmal, wo wir hin müssen. Dragonia, genau.
Also das ist unser Ziel, Draconia. Und nicht Schild, das kaputt geht. Aber wir haben noch dieses komische Ei hier, was eine kleine Öffnung hier hat. Und genau dort krabbeln wir hinein. Und lassen uns hier hinunterfallen. Und wir landen in einer komischen Höhle. Über die wir im nächsten Part mehr herausfinden. Das heißt, danke Leute fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.